Herzlich willkommen, ihr geilen Genusswurzler. Jo, wir haben jetzt alle Infos am Start. Die ganzen Skills sind revealed für Zane. Und wir haben auch das Intro-Video. Wir gucken da sofort rein. Es gibt erstmal einen neuen geilen Gift-Code. Good Luck 2. Ich werde euch den auch wieder unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Ihr kennt das ganze Jahr. Und denkt dran, für jeden Einkauf 25% Safety. Spart ihr alles dazu auch unten in der Videobeschreibung, wie üblich. Nice, wir haben hier nochmal 3 Astral Recruitment Tickets und 2 Wish Coins. Also jetzt kommen die auf einmal um die Ecke hier mit den guten Gift Codes, muss ich sagen. Wir gucken mal, ob wir hier nochmal dadurch irgendwas Glückliches bekommen können. Leider jetzt nicht, ja, schade. Ja, ihr seht, ich bin hier schon ein bisschen, also nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier auch nichts mehr machen. Vier könnte ich da noch holen. Eins. Ich könnte noch. Warte mal, ich spende noch mal irgendwo ein paar rote Runen rein. Whatever. Was haben wir denn noch für einen Helden, wo wir irgendwo was reintun können, Mann? Komm hier, okay. 200 muss ich noch reinmachen, komm. Fuck, jetzt hab ich genug von den Dingen. Reicht das schon? Müsste reichen. Falsch. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege nochmal hier so eine Kiste. Eine große. Wir haben nochmal 4 hier. Gib mir den Stern! Gib mir den Stern! Yes! Awesome! Das heißt, wir kriegen hier nochmal 12 Coaxia Shards oder whatever. Das war auf jeden Fall nochmal worth it, diese 200 blöden Ruinen, roten Ruinen da rauszuhauen. Ja, ich kann auch gleich direkt nochmal wieder welche nachkaufen. Ich hatte, glaube ich, heute im Wasteland welche. Holen wir mal ein paar rein hier, komm, was soll's. Das war worth it. Jetzt gucken wir uns erstmal das Intro vom neuen Helden an. So, wir schauen rein direkt hier. Damn, safe. Das ist das Intro von Zane und dann ziehen wir uns mal jetzt seine ganzen Skills rein und schauen mal, was er taugt. Lass das mal hier stehen, einfach so. So, Informationen zu den Heldenfähigkeiten. Zane, Richter der Gerechtigkeit. Ultimative Fertigkeit, Klinge des Schicksals. Zane stürmt auf Feinde zu und verursacht Schaden in Höhe eines Prozentsatzes der Attack, wobei weit entfernte Ziele innerhalb des Radius bevorzugt werden. Dieser Schaden kann nicht kritisch sein, also brauchen wir wieder keine Crit-Rate wie üblich auf Vanguards. Das betroffene Ziel erhält das Schicksalssymbol. Der von Atlas-Helden verursachte Schaden wird erhöht. Wenn das Ziel während der Dauer der Markierung wiederbelebt wird, werden nach der Wiederbelebung seine maximalen HP reduziert. Talenteffekt. Setzt bei Aktivierung sofort die Cooldown von Donnerschleier zurück. Zu Donnerschleier kommen wir jetzt auch direkt. Donnerschleier. Zane erhält einen Donnerschild, also auch so ähnlich wie Nord zum Beispiel, kann er ein Donnerschild haben. Der erlittene Schaden wird reduziert. Zane verspottet außerdem Ziele im Umkreis. Ziele, die vom Verspottungseffekt betroffen sind, bevorzugen Zane als Ziel. Das funktioniert ähnlich wie Wurmigons Skill. So, wenn Donnerschild endet und Zanes aktueller HP unter 50% liegen, erhält er einen Schild, der einem Prozentsatz seiner maximalen HP entspricht. Ja, schade, dass das halt an so eine Kondition getriggert ist, sag ich mal, dass er halt sein Schild erhält. Finde ich semi-gut, muss ich sagen. Passive Fähigkeit. Himmlischer Schlag. Zane schwingt seinen Glaider und fügt Zielen um ihn herum Schaden in Höhe eines Prozentsatzes der Attack zu. Außerdem besteht eine Chance, abhängig von Zanes Genauigkeit, das Ziel zu betäuben. Also er kann auch dann, ja, kommt drauf an, wie viel Genauigkeit man dafür braucht, um die Chance, ja, consistent zu machen, sag ich mal. Ich mag nicht immer Accuracy noch draufbauen, da verliert man immer den Fokus für die wichtigen Talente, Punkte. So, Extermination. Wenn sich nur 2 oder weniger Ziele im Radius der Fertigkeit befinden, wird der Schaden erhöht. Dann Bravery of Atlas. Zane permanently gains attack equal to percentage of... Oh, ich habe vergessen, das zu übersetzen. Ah, jetzt aber. Tapferkeit des Atlas.
Zane erhält permanent Attack in Höhe eines Prozentsatzes der maximalen HP. Jedes Mal, wenn Zane Schaden erleidet, erholt er sich um einen Prozentsatz seiner maximalen HP. Also das ist ja auch fast über jeden Vanguard. Wenn verbündete Helden ultimative Fertigkeiten mit Aufladungseffekten einsetzen, erhält Zane Wut. Das ist gut. Das heißt, er kann auch relativ schnell durch seine Ultimate cyclen. Da kriegen wir auch nachher nochmal was. Beim EX30, das ist auch, glaube ich, ziemlich stark. Das zeige ich euch nochmal hier. So, Zane erleidet weniger Schaden durch wiederbelebte Feinde oder Ziele mit Unbesiegbarkeitseffekt. Gilt auch für echten Schaden. Dann kommen wir jetzt hier zu seiner Exclusive-Sache. Klinge des Schicksals Verbesserung. Bei Erreichen von 150 Genauigkeit wird ein zusätzlicher Schlag ausgeführt. Der Gegner in der Nähe Schaden zufügt und ein Schicksalszeichen anwendet. Oh, das ist cool. 150 ist okay zu bekommen, würde ich sagen. Priorisiert Ziele, die in der ersten Phase der Fertigkeit nicht ausgewählt wurden. Wenn die ausgewählten Ziele die gleichen sind, wird nur die Hälfte des Schadens verursacht. Ah, schade. Ja, schauen wir mal. Also das ist eher so ein PvP-Ding, glaube ich. Ja, im PvP sollte es nicht unbedingt passieren, dass es dieselben sind. Und wenn es dieselben sind, ist der Fight schon eigentlich gewonnen, oder? Ja, zweitens. Die Verbesserung Donnerschleier stellt nach Abschluss von Donnerschild die Wut des Verbündeten der Vorhut mit der niedrigsten Wut wieder her. Das ist stark. Das heißt, dass er einfach der mit der niedrigsten Wut einfach direkt seine Ultimate hat. Das ist sehr stark fürs Team, glaube ich. Das liest sich sehr gut. Verbesserung von himmlischer Schlag verursacht bei Erreichen von 150 Genauigkeit zusätzlichen Schaden. Das Ergebnis wird durch den Vernichtungseffekt beeinflusst. Also es bedeutet, dass man auf jeden Fall 150 Accuracy auf ihn machen wird. Da sind wir schon mal safe, glaube ich. Ja, jetzt hier nochmal Verbesserung der Tapferkeit. Atlas stellt nach der zweiten Aktivierung der ultimativen Fähigkeit Wut wieder her. Das ist mega geil, Leute. Also das heißt, er macht einmal seine Ulti, dann macht das zweite Mal seine Ulti und macht instant dritte Mal seine Ulti. Das ist geil. Also ich glaube schon, dass der Held was auf dem Kasten haben wird. Die Frage ist, wie stark. Ich werde diesmal aber, glaube ich, auch reingehen und ihn machen, weil mein Leo ja eh noch nicht so stark ist. Werde ich auf jeden Fall Zane mir angucken und den direkt auf Immortal machen. Da könnt ihr diesmal safe sein. Theon hatte ich ja geskippt, so gesehen. Und jetzt habe ich dann auch genug Ressourcen für den Dudi hier auf jeden Fall am Start, dass ich den auf Immortal machen kann. In dem Sinne, Leute, werde ich ihn auf jeden Fall für euch testen. Hoffe, erstmal das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, haut ein Abo auf dem Kanal raus und verpasst natürlich keins der weiteren Videos. Peace. Bye-bye. Euer Resign 1.